So, meine lieben Filmfreunde, wir sind jetzt hier im Wald. Im Wald, kurz vorm Wald. Und wir starten jetzt hier wieder die 1000-Schritte-Challenge. Ja, ich habe hier so eine App. Jo. Und quatschen wieder über Filme. Und ich würde sagen, Ralf. Ich muss rechts. Genau. Ist das richtig so? Ja, so, jetzt mache ich an, damit die Leute das sehen. Ach, scheiße, wie geht's denn jetzt? Moment, das ist schon wieder hier. Hä? Warte mal. So, jetzt, warte mal, bewegen wir uns. Hier, jetzt geht's. Guck, da, wir sind schon 4 Schritte gelaufen. Okay. Wie er schon froh ist. Wir haben schon 4 Schritte. Yeah. Ja. Ja. Das ist eine Scheiße. Okay. Ja, die hatte ich auch, dieselbe Scheiße. Ja, also redet man jetzt über Filme, ja? Genau. Wir waren ja vorhin noch kurz in deinem Lager gewesen. Genau. Wo du deine Retro-Sammlung hattest. Und Flohmarktkisten. Und Flohmarktkisten, genau. Und da wollte ich mit dir ein bisschen quatschen, wie es denn so aussieht, wie deine Erfahrung ist, wenn man denn Filme jetzt da verkaufen will am Flohmarkt. Ich habe gesehen, du hattest Steelbooks und Special Editions. Ja, ja. Und wie ist denn da die Nachfrage auf dem Flohmarkt? Also zurzeit, durch die aktuelle Situation, ist ja kein Flohmarkt, schon seit 8 Wochen oder so. Ja. Und nächste Woche ist der erste Flohmarkt, aber nicht hier, wo ich wohne, sondern da müssen wir ein Stück fahren. Okay. Und da wollen wir richtig aufbahren. Ja, okay. Aber jetzt mit Filme an sich, ja, wir hatten vor, bevor das war, hatten wir eine Videothek aufgekauft, eine alte. Okay. Mit ganz, ganz viele Filme. Da waren jetzt nicht unbedingt die Special Editions bei und auch nicht unbedingt so, also einfach nur Emirates meistens, ne? Okay. Und dann hatten wir damit 3 oder 4 Flohmärkte schon gemacht, in so Kisten, ein bisschen nach Genre ging nicht, da waren zu viele Filme. Okay. Wir haben nach FSK sortiert und Die Leute haben das gut angenommen. Wir hatten immer so Preise draufgeschrieben, halt so manchmal 6 Euro, manchmal 4 Euro, kommt halt ganz drauf für an. Für gebrauchte Blu-ray. Ja. Okay. So teuer. Ja, das funktioniert hier. Echt? Das kommt halt das auf kriegst du ja günstiger bei Amazon, Mann. Das kommt halt auf den Film drauf an, also wegen der aktuellen, da waren ja auch aktuelle Filme, weil richtig aktuelle. Okay, okay. So, und wenn dann die Leute so gewühlt haben, weil die Leute mochten das so in diese Kisten wühlen und dann hatten die, sagen wir mal, so einen Stapel mit so 20 Blu-rays, dann hat man natürlich die Preise so im Kopf zusammengerechnet und hat denen dann noch Rabatt gegeben und dann hat sich das gut angenommen. Also okay. Wir haben ein bisschen was für die Videothek bezahlt und nach 2 Wochen hatten wir das wieder drin. Und okay. Alles, was oben drüber war, ist halt Plus. Super. Nur leider, als der Plus-Moment kam, kam halt Corona. Ja, ja, scheiße. Aber Sondereditionen und sowas, also Steelbooks oder Special Edition, das nehmen die nicht an auf dem Flohmarkt. Nee, gell? Nee. Hab ich mir jetzt auch schon gedacht. Und wenn ich dann bei mir zum Beispiel immer welche gesehen habe auf dem Flohmarkt, dann waren die auch ohne Schutzhülle oder so einfach in diesen Kisten drin, schon total zerkratzt und so, also total lieblos. Aber da ist Flohmarkt auch, glaube ich, die falsche Anlaufstelle. Ja, wollte ich gerade sagen, da muss ich auch die Leute verteidigen, die Verkäufer, weil ich sehe das ja selber. Ja. Wenn man halt die Kisten packt und die Leute, die nehmen das dann raus, nehmen es halt in der Hand. Dann rennen sie die ganze Zeit damit rum, dann schmeißen sie das irgendwo hin, dann legen sie wieder eine Kiste eng rein und wenn du dann auch ein Steelbook in eine Schutzfolie packst, dann ist es halt kaputt. Ja, ja. Mhm. Und stell dir vor, die haben das die ganze Zeit in der Hand, du siehst schon, oh, wie der damit umgeht und dann kauft er doch nicht. Ja, das ist so, wir kommen teilweise mit unseren Handschuhen daher den Unboxing in den Videos und dann bist du auf dem Flohmarkt und dann oh, Fettfinger. Und das ist ja auch dann dieses Ding, wenn du immer Wetter und so, das fängt ja auch an, wie du letztes Mal gesagt, wie hieß er nochmal, Efraim? Ja. Mit den Rost, das wollte ich mal fragen. Wetterbedingt jetzt auch nicht geil. Aber hattest du auch welche, die gerostet haben? Ja, ich hatte das Video ja gesehen von ihm und ich muss sagen, es sind ja wirklich die Steelbooks, die ich damals auch sortiert habe. Also die mit, die mit blauem Rand oder die allerersten Steelbooks, die ein dickes Material hatten. Ja. Seitdem das dünne Material bei Steelbooks ist, passiert das nicht so oft. Okay. Also da wollte ich eigentlich auch unter noch schreiben, aber habe ich dann irgendwie vergessen. Also nur noch mal so, es gibt halt diese Steelbooks mit dem blauen Rand. Mhm. Die kennst du ja bestimmt. Ja, ja. Die sind ja schon von sich aus hässlich. Ja. So, und dann gibt es ja die ganz alten, die so ein ganz, ganz schweres Material haben, wie zum Beispiel dein 300 Steelbook da, wo der FSK-Flatschen drauf ist. Ja, genau. Und die fangen an zu rosten. Die habe ich damals alle aussortiert. Und Jumbo-Steelbooks, die fangen auch an zu rosten. Also, aber der Rest, die neueren Sachen, so wie Blue Fans und so, die rosten nicht. Dann haben sie damals ein anderes Material benutzt. Genau. Oder? Okay. Stabiler, aber fester. Ja, und so, aber halt anfälliger gegenüber Rost. Das sieht man auch noch bei den ganzen DVD-Steelbooks. Die rosten ja auch alle. Mhm, okay. Also das ist eigentlich nur bei denen. Also deswegen, vielleicht hat er ja auch eins bei gehabt, was jetzt auch so gerostet ist. Aber auch Schutzhüllen helfen da wirklich nicht, wie er gesagt hat. Mhm, mhm. Ja, und wenn wir schon bei Steelbooks sind, da haben wir vorhin ganz kurz drüber gesprochen, können wir ja jetzt nochmal anschlagen, das Thema, nämlich die Zavi-Steelbooks. Ach, hör doch. Und zwar von Star Wars. Hast du welche bestellt? Nö. Warum nicht?
Ich wusste ja gar nichts. Ich habe das viel zu spät mitbekommen. Vorsicht, Wurzel. Ja, ich will was. Guck mal, Maulwurfshaufen. Das erste von Episode 4, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich habe gedacht, okay, das ist jetzt so ein Jubiläumsding. Da kommt nur das raus. Okay. So, habe ich nicht bestellt, habe ich verpasst. Gut, habe ich so gedacht, okay, da kannst du noch nachholen. Ne? Da kam Episode 5, da habe ich dann gesagt, oh, das euch. Ganz schöne Cover. Ja, ja. Episode 6 war wieder schön. Mhm. Und Episode 1 ist ein Traum. Episode 1 ist ein Traum. Aber dann muss Episode 2 jetzt wieder scheiße werden vom Cover. Meinst du, wenn sie so ihrer Linie folgen, gell? Treu das bleiben. Ding ist ja auch an der Nummer mit Star Wars, es gibt ja keine einheitlichen VOs. Ja. Das hatte ich ja schon bei Simmy im Livestream letzten. Du hast ja diese geilen Steelbooks von damals mit dem schönen Backcover. Die hast du ja bei dir, glaube ich, mit dem Backcover hingestellt. Ja, genau. So, und dann kam ja Episode 7, 8 und 9 und die Steelbooks sehen wieder scheiße aus. Und dann hast du ja diese Schuhe, worüber ich mich schon so lange aufrege, die sehen wirklich hübsch aus. Vielleicht kommen die ja jetzt alle. Ja. In dieser Zavi-Ding. Ja, außer Episode 9 dann wieder nicht. Da hören sie dann wieder vielleicht auf. Kommt ja doch wieder was Neues. Ja, aber überleg mal, was das für ein Preis ist. Wenn du jetzt mal überlegst, bei wie viele Filme sind das? 9 Stück, ja genau. Ja. So, dann rechnen wir mal 10, das sind über 400 Euro dann nachher. Jo. Mit Zollkosten und den ganzen Scheiß. Mhm. Vielleicht kriegst du irgendwann mal billiger. Die nicht, nein, die glaube ich nicht. Und den fünften, da mit dem hässlichen Cover, den habe ich damals verpasst, weil der ging ja online am Vatertag. Ich frage mich sowieso, warum machen die das an einem Donnerstag um 13 Uhr? Okay, unsere Zeit, bei ihnen ist es 12 Uhr für diese Red Carpet Members. Vor allem, wo jeder normale Mensch Mittag isst. Ja, gibt es früher, glaube ich, ab 9 Uhr UK Time. Die dürfen früher zuschlagen, aber warum macht man das unter der Woche? Warum nicht am Wochenende, da wo die Leute Zeit haben? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, das ist doch totaler Quatsch. Das Ding ist überhaupt nicht, also eins muss ich auch zugeben, mich wundert es wirklich in der letzten, also ich kenne ja auch die aktuelle Marktsituation von Steelbooks durch eBay. Ja. Ich verkaufe ja nicht nur auf dem Flohmarkt, ich verkaufe ja auch ab und zu bei eBay. Oh, und manchmal ist bei eBay richtig, da kriegst du Steelbooks für 2 Euro. Ja. Und manchmal kriegst du auch Steelbooks für 50 Euro, die früher 2 Euro gekostet haben. Es ist eine komische Marktsituation. Ja. Und deswegen hatte ich gedacht, es gibt gar nicht mehr so, was ein Steelbook überhaupt ausverkauft ist. Also im normalen Handel. Zavi ist ja sozusagen bei denen so wie Mediamarkt bei uns. Ja, ja. Ja, aber Zavi ist halt schon begehrt. Du siehst es ja in den ganzen Internetforen weltweit. Ja. Bestellen ja die Leute in Amerika, in Australien, England sowieso, Deutschland. Das ist ja weltweit der beliebteste Steelbook. Ja, aber dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema. Ich meine, das Zavi ist geil. Brauchen wir nicht überreden, die machen schöne Sachen. Ja. Ich habe viele Star Wars Harvey Steelbooks, die sehr, sehr schön sind. Vorhin, wo wir noch gesehen haben, unsere Salma Hayek. Ja, die hast du mir ja mal besorgt. Ich habe es dir besorgt. Naja, auf jeden Fall. Aber ich finde halt kacke, wenn du aus Deutschland bestellst oder auch egal aus welchem Land du bestellst. Ja. Stell dir mal vor, du bestellst halt, du hast alle, wir haben jetzt alle 8 Star Wars Steelbooks schon. Okay. So, und das 9. kommt, wird angekündigt, alle 8, hat das Glück, waren alle heil. Dann kommt das 9. überall ausverkauft, kostet überall 150 Euro und dann hast du eine Delle drin. Ja. Bei Zavi ist das sehr, sehr möglich. Ja, das ist nicht nur bei Zavi, ist überall möglich. Hatte ich bei meinen Harry Potter Steelbooks, wo ich von Australien habe, die mit den schönen Covern. Mhm. Und natürlich, wo? Die ersten 6, die kriegst du ja überall, von Best Buy damals, Kanada. Und dann bei den letzten beiden, ja? Ja, die früher da an der Magnetwand hattest, ne? Ja. Mensch, wird dein Arm schlapp oder was ist hier da? Nee, dieses komische Teil hier. Und er macht wieder einen Zitteraal, guck mal, er macht einen Zitteraal. Alter, habt ihr Ahnung, wie scheiß schwer das ist, hey? Vor wir allem, haben schon 700 Schritte geschafft. Was heißt schon? Erst, verdammte Kacke, lauf mal schneller, Mann. Du musst mal langsamer, Alter. Ja, verdammt. Wo waren wir jetzt? Habe ich vergessen. Achso, Harry Potter. Harry Potter, genau. Da habe ich mir die für 300 Euro per eBay bestellt mit Einfuhrumsatzsteuer. Die mit diesem Schuberkasten? Ja, die schwarzen. Und habe die natürlich aufgemacht, weil ich habe gesagt, die werde ich sowieso nie verkaufen. Ich mach die werde ich aufmachen, anschauen und Unboxings gedreht und hin und her. Und alle waren heile. Natürlich die letzten 2, die heiß begehrtesten mit Harry und mit Voldemort. Die waren kaputt. Ja, und unter dem Ding hast du aufgemacht, unter der C-Card sozusagen. Ja, dann muss ab, und wenn die C-Card keine Stelle haben, muss das schon in der Produktion passieren. Ja, natürlich. Und das war halt ärgerlich, weil getauscht kriegst du das eh nicht. 777. Getauscht kriegst du das eh nicht und das war schon brutal. Ja, das ist ein anderes Thema. Ich meinte, was Ephraim da gesagt hat, Ephraim ist ja richtig ausgesprochen? Ja. Was er gesagt hat mit dem Rost ist natürlich ein ganz heikles Thema, aber ich finde es schlimmer, du kaufst dir halt Steelbooks und die gibt's nicht und die sind so selten und dann kommt das nach zu dir nach Hause und hat eine Delle. Dann räumst du dort im Regal und dir passiert ein Malheur, Bob hat eine Delle. Ja, oder dir passiert so ein Malheur wie bei mir mit meiner Viertelscale-Statue von Freddy, Alter. Ja, und dumm. Zack!
leck mich fett am Fingerhut, ist mir ausgerutscht und dann die Base kaputt gegangen. Aber das war mir eine Lehre. Aber du hast ja wieder so ein bisschen high gekriegt. Ja, ja, das konnte man gut kleben. Das war okay. So. Jo. Wir haben noch nicht geschafft. Ich schwitze hier. Das sind noch 150 Schritte, Junge. Ja, ist doch kein Problem. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so lange dauert, weil die ersten 50 Schritte waren ruckzuck weg. Ja, das ist doch mal. Die 1000 Schritte sind schon nicht easy. Aber gut. Hast du jetzt irgendwas noch, was du an Ziele hast, was du sagst, okay, das möchte ich jetzt noch speziell für meine Sammlung haben? Also momentan jetzt bin ich wunschlos total glücklich. Überstrahlt. Ja, das war schon die ganze Zeit ab und zu. Oh, wir glänzen. Aliens. jetzt schauen wir wieder halt normal aus. Damals hatte ich die Ziele, dass ich halt meine Marvel MCU-Reihe komplett haben möchte. Habe ich ja jetzt soweit geschafft. Okay. Captain Marvel kommt ja jetzt im Service-Debug, das hatte ich mir bestellt. Okay. Und jetzt fehlt nur noch Avengers Endgame als schönes Steelbook, weil die Deutschen kannst du echt in tolle Kloppen vom Cover. Ja, das ist ja auch wieder sowas. Ich weiß nicht, warum wir in Deutschland teilweise so hässliche Steelbooks bekommen. Ja, aber ich meine, jetzt habe ich das bald geschafft und dann war das auch. Ne? Ich wüsste jetzt nicht mehr was. Dann hast du keine Ziele mehr. Nö. Dann hörst du auf mit Sammeln. Ja, weiß ich nicht. Dann bekommst du wieder so, alles. So ein bisschen auf dem Retro-Trip mit den Spielen, weil das macht echt Spaß. Ah, Spiele, okay. Ja, das seht ihr am anderen Video mit diesen, mit meiner Technik da, wie ich das im Schrank gemacht habe. Weil ich finde halt, wenn man das hat, muss man das auch spielen können. Und Wenn das alles im Regal steht, einfach nur die Konsolen, und du musst sie jedes Mal aus dem Regal rausholen Und wieder anschließen, ist halt scheiße. Ja. Deswegen habe ich mir das so gebaut, dass man alle benutzen kann. Und eine habe ich halt für den Schrank, weil das meine erste Konsole war, Die ich in Erinnerung habe, die super war. Mhm. Ja, deswegen. Und Retro ist ein bisschen, ist ja auch im Kommen, wenn man mal auf YouTube verfolgt. Diese ganzen Retro-Flohmarkt-Videos sind natürlich im Kommen. Mhm. Aber da muss man auch aufpassen, weil man darf ja keine Menschen filmen. Mhm. Ist halt wie schwierig. Ist das bei dir, wenn jemand zu dir an den Stand kommt? Darf der filmen oder sagst du, oder musst du fragen? Ist mir oder? Doch egal. Ist dir egal, oder? Also mir geht halt nur darum, dass er was kauft, ob er filmt oder nicht, ist mir scheißegal. Wenn er schon filmt, dann soll er auch was kaufen und fertig, das, oder? Das Ding ist halt, bei dieser Flohmarkt-Filmerei, es gibt wirklich Menschen, die da wirklich noch jahrelang später dich dafür anschalten können. Ja, ja. Ich habe mal letztes Mal in so einem Video gesehen, bei so einem Fall in eine Bank, dass eine Bank irgendwie in so einer Kartei, hier kennt ihr doch, wenn da so Fotos ausgehangen sind, der und der, der hat was weiß ich hier. Ja, ja. Und dass der eine Kartei zu sehen war nach 10 Jahren und hat die Leute nur angeschissen. Wahnsinn. Nach 10 Jahren hat er gewonnen. Oh, wir haben 1000. Ja, was ist denn jetzt los? Wieso kommen hier auf einmal tausende Schritte? Hier, wir haben 1061. 1061. Und guck mal, wo wir sind. Da wir drehen uns fürs mal Thumbnail. Rum. Warte, grinst mal fürs Thumbnail. Guck mal, wo wir sind hier. Guck mal, wir sind jetzt beim Spielplatz. Hinter uns ist hier so ein Spielplatz noch. Ja, jetzt kann ich den Scheiß hier ausmachen. Nicht schlecht. Ja, dann war das ja ein gelungener Spaziergang, weil mit Flohmarkt haben wir angefangen, mit Flohmarkt haben wir aufgehört. Ja, Flohmarkt ist halt eine coole Sache. Geht ruhig auf den Flohmarkt. Manchmal hat man da Schnäppchen. Mhm. Aber mehr im Spielebereich als im Filmbereich. Im Filmbereich ist echt schwierig. Jo. Alles klar. Also in diesem Sinne, hoffentlich war es interessant für euch. Wenn ja, ihr wisst Bescheid. Like, share and subscribe. Und in diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video, oder? Ja. Und nicht Format klauen.